Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein verpixeltes Bild erstellen könnt, in dem ihr aber den Effekt habt, dass ihr keine einzelnen Pixel seht, sondern dass es aus winzig kleinen Punkten zusammengesetzt ist. Ich zoome mal ran, damit ihr das besser sehen könnt. Also das Bild ist deutlich zu erkennen aus vielen kleinen Pixelpunkten zusammengestellt. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt einmal. Zuerst öffnet ihr natürlich einfach euer Bild und ihr müsst folgenden Filter anwenden erst einmal. Ihr geht auf Filter, Pixelate und sucht euch den Mosaikfilter aus und der verpixelt euer Bild. Und hier könnt ihr natürlich wählen, wie stark es verpixelt werden soll, beziehungsweise wie wenig es verpixelt werden soll. Die genaue Größe kann ich dazu jetzt nicht sagen, das hängt natürlich auch von der Bildgröße ab. Da müsst ihr einfach wissen, was richtig ist, denn umso weniger verpixelt es ist, umso mehr Details bleiben natürlich am Ende. Umso mehr Pixel es sind, umso stärker wirkt der Effekt natürlich. Ich nehme jetzt hier einmal einen Wert von 15. Wichtig ist, dass ihr euch diese Zahl aber merkt, denn die brauchen wir jetzt im nächsten Schritt. Wir öffnen dazu eben ein neues Dokument mit der Größe 15 mal 15 und zoomen deutlich stark heran. Wählen uns jetzt das Auswahlwerkzeug aus und erstellen uns einen Kreis. Sollte er, wie bei mir jetzt geschehen, nicht ganz die Fläche ausfüllen, so wie wir es wollen, also ein perfekter Kreis, gehen wir natürlich einfach auf Select, Transform Selection und haben hier dann natürlich die Möglichkeit nachzujustieren, indem wir natürlich einfach den Kreis verkleinern. Ein Klick auf das Häkchen und schon haben wir einen Kreis ausgewählt. Wir wollen allerdings die Fläche drumherum füllen, deswegen noch einmal Select und Inverse. Und nun zeichnen wir einfach mit dem Füllwerkzeug den Rand herum weiß. Wir heben die Selektion auf, entweder über Select, Deselect oder einfach mit dem Shortcut Command D natürlich. Hier habe ich jetzt das Falsche gedrückt. Command D. So, und das gehen wir jetzt auf Edit, Define Pattern und wir speichern das als eine Pattern-Vorlage, die nennen wir einfach mal Kreis 15 mal 15. Solltet ihr jetzt eine größere Kreisfläche oder beziehungsweise eine größere Pixel-Einstellung gewählt haben, könnt ihr das ja dementsprechend auch anders benennen. Wechseln wir jetzt in das Hauptdokument zurück. Welches das war, erstellen wir hier eine neue Ebene und wählen das neu erstellte, das ist hier das letzte, aus und drücken einfach einmal drauf und es wird sofort eben auf das aktuelle Bild drüber gelegt und ihr könnt sehen, dadurch, dass jetzt die Patternfläche genauso groß ist wie unser Pixel, füllt sie auch genau dieses Pixel aus und wir haben natürlich den Effekt, dass es gepunktet aussieht. Ihr könnt hier sehen, dass es, sag ich mal, noch eine gute Mitte ist. Man kann den Effekt, besonders wenn man ranzoomt, deutlich sehen. Und es sind noch genug Details da. Ich habe nichtsdestotrotz einmal ein paar andere Effekte, andere Größen noch genommen, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Hier ist eine 5x5 Größe, auch natürlich der Effekt deutlich zu sehen, aber mit wesentlich mehr Details. Hier könnt ihr 30x30 sehen. Ich finde, hier wird der Effekt wesentlich mehr deutlicher, aber das Problem ist, es gehen auch viele Details daran verloren. Ihr könnt natürlich auch anstatt weiß eine andere Füllfarbe nehmen, dafür braucht ihr einfach bloß hier eine andere Farbe zu wählen und so habt ihr jetzt nun einen einfachen Effekt erstellt, der wie ich finde sehr gut ist, um mal Fotos etwas anders aufzupeppen und ich hoffe es hat euch gefallen.